Murat, ich schon Mittag. Murat, steh auf oder ich schneide deinen Bart ab. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn nach Guantanamo verbracht wurde. Was ist das? Ist hier Tag der offenen Tür? Hier soll ein Taliban wohnen. Was? Das wüsste ich aber. Ich bin Rabie, Mama von Murat. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich. Und gehen Sie runter vor mein Schneeglöckchen, ja? Entschuldigung. Echt jetzt. Bitte, Sie müssen meinem Sohn helfen. Er sitzt Gefängnis, ganz weit weg. Ihr Sohn befindet sich gerade in einem rechtlichen Niemandsland. Türkçe yapmanız sonra hiçbir şey olmaz. Tamam. Kommissar Busch, mein Murat so lange einsperren, wie will? Theoretisch. Ja. In meine Träume sehe ich Murat, wie er da in diese Käfig sitzt. Warum lassen Sie Murat nicht frei? Weil er Türk ist? Es kann schon sein, dass jemand Schiss hat, wenn Konrad wieder einreist. Welcher jemand? Und was heißt Rabie Kunas V.S. George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja. Du. Wir brauchen dich. Wer treibt mich denn sonst an? Wer steht plötzlich ungebeten in meinem Zimmer mit Kuchen? Und dem ganzen Zeug? Habe ich alles selbst gemacht. Ja. Ja, das reicht. So. Ich gehe bis ans Ende der Welt. Soll ich anfangen? Wie ist meine Frisur? Ja,